Ja, damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Paper Mario Color Splash. Ja, mit dem Einstieg hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber okay. Die Farbe blendet. Okay, also damit bin ich jetzt ein bisschen überrascht mit diesem Beginn, aber okay, ja, wir haben nach der langen Zeit geht's endlich mal wieder weiter. Und ja, jetzt haben wir hier einen komischen Ganoven-Guy, was ich mal sehr interessant finde. Den hauen wir mal schnell einen Doppelsprung rein. Und nehmen wir nochmal einen Hammer dazu. Ja, es wurde mal wieder Zeit für mich, dass ich es aufnehme. Ich weiß nicht, wann es für euch gekommen ist. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen Fehler gemacht. Na super. Na super. Aha, ich hab's geblockt. Super, zwei Karten verschwendet. Das geht ja gut los. Geht das nicht super los hier? Zwei Karten einfach mal verschwendet. Kann man doch mal so machen, ne? So kann man doch mal anfangen. So, oh, und dann braucht er nur einen einzigen Hammerschlag. Oh mein Gott. Da sieht der Ganoven blass aus. Ja. Toller Beginn. Oh, okay, ja, es geht mir wieder weiter und wir haben Post wohl bekommen. Da ich die wo holen will, da ich sowieso jetzt noch mal ein paar Items holen will, ist es ja gar nicht so schlecht, dass ich, bevor wir hier weitergehen, jetzt noch mal bei Port Prisma vorbeischaue. Holen wir die 2 KP wieder. Ja, und im Übrigen, ihr hört es vielleicht, ich bin mal wieder ein bisschen krank. Komisch, dass ich jedes Mal, wenn ich Color Splash aufnehmen will, so halb krank bin, aber ja. Ich wollte es mal wieder bringen und von daher wird mich diese kleine Krankheit da jetzt nicht auffallen. Oh, es gibt sogar diesen großen Hammer zu kaufen, sehe ich. Ja, das ist mal schick. Aber von denen nehme ich jetzt 2 mit, von denen nehme ich einen mit. Oder ich mache nochmal so einen mit. Ich habe keine Feuerblumen mehr. Da ich genug Geld habe. Da ich da wohl genug Geld habe. Seriensprung habe ich da noch 3 Stück. Von denen habe ich 4. Also das sollte reichen. Ich nehme mal so einen Doppelhammer mit. Und nochmal 2 volle Hammer. Und nochmal von den 2. Ja, das sollte reichen. Damit sind wir dann wieder bestens ausgerüstet, würde ich sagen. Oder guck mal kurz nochmal. Das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, wenn ich das so sehe. Haben wir im letzten Part ja diesen tollen Kampf gegen diesen einen Freak da gemacht. Und zwar den guten Morton. War ja groß, die Action da. Aber jetzt geht's ja für uns die Reise weiter in den Ländern hier. Aber jetzt schauen wir doch erstmal, was Post sagt. Das leuchtet sogar da links. Interessant. Erkennt dann immer, wenn für einen Kunden der Post da ist. Der legendäre Schnick-Schnack-Schnuck-König ist erschienen, um seinen Thron zu verteidigen. Wer ihn besiegt, erhält eine besondere Karte. In der Schnick-Schnack-Schnuck-Arena 1. Okay. Soll ich mir das mal anschauen? Ach nee, ich will weiter eine Story machen. Das schauen wir uns bei Gelegenheit mal an. Schnick-Schnack-Schnuck-König. Oh, das hat mir schon gar nicht zugesagt, muss ich gestehen, beim letzten Mal. Aber gut, für uns geht ja jetzt absolut die Reise hier weiter, bei der Sierra Löwenzahn. Wir haben tatsächlich schon 30% da auch sogar schon gefärbt in dem ersten Raum. Das finde ich interessant. Aber da können wir jetzt endlich weitergehen, weil da war ja die einzige Baustelle, wo es ja nicht weiterging. Aber das sieht ja wesentlich schöner aus, muss man doch so sagen. Sieh dir das nur an, Mario. Verstehst du jetzt, was die Macht der Farbe leisten kann? Das hat der große Farbstern ganz allein geschafft und das Feuerrosttor ist wie neu. Ja, das ist der Wahnsinn, finde ich. Das ist ja echt der Wahnsinn. So, nehmen wir mal kurz ein bisschen Farbe mit und dann betreten wir das magische Tor. Sieht ja richtig krass aus. Also dann, gehen wir ihn durch. Ich rieche förmlich, dass sich ein weiterer Farbstein in der Nähe befindet. Los, suchen wir ihn. Ja, alles klar, Fabian. Dann tun wir das mal.
Ah, okay. Wenn du hier vorbei willst, musst du erstmal an mir vorbei. Mao, jedes Mal, wenn du einen großen Farbstein findest, werden deine Sprung- und Hammer-Überraschungsangriffe stärker. Wenn du auf einen schwachen Gummer triffst, kannst du ihn sogleich mit einem Hammer plätten, ohne gegen ihn kämpfen zu müssen. Auch das ist ja cool. Ich wollte dich sowieso erledigen, aber das ist natürlich gut zu wissen, dass sie dann auch stärker werden. Das ist gut zu wissen, aber so war das auch, glaube ich, in Stickers da so. Und da oben habe ich den Tod gesehen. Weil das war wohl doch sehr eindeutig, dieser Tod. Oh, vielen Dank, dass du mich aus diesem Baum gerettet hast. Und natürlich dafür, dass du mir wieder Farbe gegeben hast. Ich bin vor diesen Monstern mit diesen Strohhalmen auf einen Baum geflüchtet, aber sie haben mich erwischt und mir die Farbe ausgesaugt. Ich werde nie wieder auf einen Baum steigen, auch wenn es nicht die Schuld des Baums war. Der arme Baum. Aber okay, so... Ach, gegen die muss ich noch kämpfen, gegen die Stachis. Na, okay. Wenigstens ist es nur einer, da reicht es, wenn ich einen Hammer nutze. Da reicht es, wenn ich einen Hammer nutze. Wenn wir nur diese fünffachen Hammer. Okay. Nee, da reicht's, wenn ich einen normalen Hammer nutze. Ich wollte eigentlich einen abgenutzten nutzen, aber ich denke mal, der eine sollte auch reichen. Ja. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen länger warten können, dass der noch perfekt wird, aber was soll's. Ah, ein Seriensprung, okay. Ne, ein Eisensprung. Ah, Eisensprung. Die sind auch cool. Bei so einem Eisensprung kann ich euch ja mal kurz verraten. Mit diesen Eisensprüngen kann man auch auf Stachelgegner drauf springen. Das ist eine feine Sache. Also wenn hier noch weitere Stachelgegner sind, dann werde ich den wahrscheinlich nutzen. Gehe ich mal so von aus. Ach, das ist so ein Symbol. Mhm. Einfach mit dem Entfalterhammer auf den Stamm draufschlagen. Ne, darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Und da wollte ich jetzt noch nicht... Oh Gott. Ah, ich wollte jetzt eigentlich noch nicht runter. Ich wollte erst den Toad eigentlich befreien. Aber okay. Dann werden wir mal den Eisensprung nutzen. Wenn wir den mal zum ersten Mal sehen können, wie das aussieht. Boah, der ist ja sehr praktisch gegen die... Alter Schwede, die haben ja überhaupt keine Chance. Die sind ja mit einem Treffer schon besiegt. Das ist ja mal krass. Das ist ja mal richtig krass, würde ich das so sagen. Okay, abgenutzter Hammer, das finde ich gut. Damit sollte ich mit dem auch klein, sollte der auch klein beigeben, denke ich mal. Kommen zum Glück auch nicht so viele hier heute an, das finde ich gut. Aber so ist es ja immer bei den Rollenspielen da, dass man dann immer, wenn man dann noch einen Megaboss geplättet hat, dass man dann noch besser, also stärker wird. Sozusagen die Werte steigern, auch wenn es hier ja keine richtigen Werte gibt. Und dass man sozusagen... Oh Gott, wie viele von den Stachis sind denn hier? Das gefällt mir weniger, muss ich ehrlich gestehen. Das gefällt mir weniger. Vor allen Dingen sind das auch nur einmalige solche Dinger. Und jedes Mal muss ich nach hinten durchscrollen, damit ich da zu einem Hammer komme. Jedes Mal. Aber wenigstens kann ich so das Timing wieder üben. Das ist eine gute Sache. Oh, eine Stachikarte, okay. Haben wir auch nochmal was? Abgenutzten Sprung, okay. So, jetzt will ich aber den Tod erstmal noch hier einfärben. Weil der soll ja auch wieder lebendig sein. Puh, ich wollte hier nur Picknick machen und schau dir das an, schau dir an, was passiert ist. Ach, ich vermisse die Tage, als es noch so viel Farbe gab, dass wir drin hätten baden können, wenn wir gewollt hätten. Bitte, Mario, finde unsere wertvollen Farbstelle so schnell wie möglich. Ist ja gut. Keine Panik hier. Ah, warum sind da so viele von den Dingern? Ah. Drei Stück. Ist doch absolut unnötig. Ich weiß nicht, ob der Stachel mir irgendwas bringen soll. Ja, ich vermute mal nicht. Nimm mal so einen K.O.-Hammer. Einen K.O.-Hammer. Sehr schön.
Ah, das wird so spannend werden, diese Kämpfe hier. Das sind die spannendsten Kämpfe des ganzen Spiels bisher, muss ich gestehen. Ah, aber wirklich, die spannendsten Kämpfe des gesamten Spiels. Meine Güte, also diese Stachis, die sind die stärksten Gegner bisher. Also, boah. Hab noch nie stärkere gesehen. Boah, ist schon fast Verschwendung, das einzusetzen. Ist echt schon fast deutliche Verschwendung, aber ich habe keine andere Wahl. Und so eine ganze Dingskarte will ich auch nicht nutzen. Weil, nee. So, du darfst jetzt auch noch dran glauben. Bevor die mir gleich das kaputt machen mit diesem anderen Dings da. Superfalt, irgendwas Dings da. Hab den Namen da schon wieder vergessen. Ach, oder ich kann ja auch sowas nutzen. Wenn ich mir die schon gekauft habe, dann kann ich auch sowas hier nutzen. Das sollte ja auch klappen. Warum komme ich nicht hier früher auf diese Idee? Warum komme ich echt nicht früher auf diese Idee? Wenn ich mir schon so viele von diesen Blumenkarten kaufe, dann kann ich ihr dann so nutzen. Aber okay. Und das hätte ich wahrscheinlich noch nicht machen sollen. Ja, ich hoffe, dass ich da jetzt noch schnell hinkomme in der Zeit. Ja, doch. Doch. Sollte noch klappen. Ich hätte zwar vielleicht das noch besser machen können, indem ich erst das einfärbe und dann das hier nutze, aber okay. Ist da irgendwas runtergefallen? Nö, sah jetzt im ersten Moment so aus. Und ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass hier noch irgendwas ist, außer jetzt hier Farbe, die man sich hier noch holen kann. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass hier noch irgendwas verstecken hier. Das würde ich, oder warte mal. Nee, das sieht nicht danach aus. Man weiß ja nie, irgendwie was versteckt hier oder so, aber sieht nicht danach aus, okay. Und da weiß man ja echt aber nie, was da so versteckt wird. Aber okay, dann können wir hier mal weitergehen. Okay, dann haben wir nochmal einen Baum. Diesmal aber nichts dahinter. Da haben wir ein kleines Blümchen. Und ich krieg wieder eine Feuerblume, okay. Oh, und ein schickes Holztor. Und es passiert was. Oh nein. Weißt du, hier ist es ziemlich still. Das ist niemals ein gutes Zeichen. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache, Mario. Als ich mich das letzte Mal so gefühlt habe, habe ich jemanden erwischt, wie er Ölfarben und Wasserfarben gemischt hat. Und das ist... Oh, ein schicker Kugelwilli. Bumm. War aber eine leise Explosion. Hast du das gesehen? Eine Art Geschoss ist gerade in den Hügel dort eingeschlagen. Schnell, Mario. Was kann das nur sein? Sieht nur so nach aus, als würde das eher mehr Farbe gebracht haben, als irgendwie eine krasse Explosion. Aber okay. Das mag da wohl nur wieder im Busch sein. Auch hier einfach mit dem Entfalter auf den Stamm schlagen. Boah, Alter, diese klugen Ratschläge. Krass. Da wäre ich absolut nicht drauf gekommen. Eisensprung, sehr schön. Und was wollt ihr? Komische Shy Guys. Komische Shy Guys oder was ihr darstellen sollt? Nur einer? Pff. Ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Nur einer von euch. Das ist ja lächerlich. Da habe ich schon Besseres und Schwierigeres durchgestanden. So, du auch. Ich sagte, du auch. Und wollt ihr nicht kämpfen, oder was? Ich will es aber jetzt. Habt ihr jetzt Pech gehabt? Normalerweise würde ich euch verschonen, aber heute ist nicht der Fall. Komm, wenn ich schon gerade eine wiederbekommen habe. Ist zwar eigentlich auch schon absolute Verschwendung, aber... Egal. Wenn wir schon so viel Geld haben. Haben wir auch einfach mal am Anfang des Parts ja 300 ja bekommen. Tatsächlich auch noch von diesem Ganoven-Guy. Hab ich ja gar nicht gesagt. Ein grüner Shy-Guy. Ja, du darfst dich um... Oh nein. Oh nein. Oh.
Warum musst du mich jedes Mal nerven, Kamek? Jedes Mal, wenn ich dachte, es ist auch, ist doch nicht so schön. Ach, er gibt mir eine Auswahl. Oh mein Gott. Du bist so ein Idiot, Kamek. Hat dir das einer schon mal erzählt? Ach, ich nehme einen Dreier, glaube ich. Oder den, nee, den großen nicht. Ich nehm die Dreier. Ich denke, das sollte reichen. Also, er hat mir alle Hammerkarten übergelassen, sozusagen, aber ich muss da wohl besser nichts zu sagen. Ja, absolut nicht. Alle Karten zurückbekommen und 300 Bonus. Das ist aber nett. Das finde ich aber richtig nett. Jetzt muss ich hier aber nur wieder sortieren. Mehr oder weniger. Ah, aber echt, ey, auf Kamek kann ich getrost verzichten. Also den brauche ich nicht mehr zu sehen. So, und da nutze ich jetzt den Shy Guy aus, den ich da bekommen habe. Oder, Moment, ich habe hier doch noch... Nee, ist keine abgenutzter. Habe ich sonst noch irgendwas Besonderes? Ach, das kann ich doch auch nutzen, genau. Wenn ich ja eh nicht so der Fan von den Dingern bin, dann kann ich das ja auch so machen. Ständig auf den A-Button hämmern, das macht Spaß. Vor allen Dingen wäre Spam, dann wäre ich ja, würde ich ja sogar besser finden. Aber hier muss man ja sogar noch getimed immer im richtigen Moment drücken. Und das sind 10 Mal oder so. Und das finde ich ein bisschen, nee. Aber okay. Im Baum irgendwas drin. Ich prüfe das jetzt jedes Mal nach. Man weiß ja nie. Aber sieht nicht danach aus. In den Blöcken drin. Nö, nur Farbe. Okay. Dann haben wir hier eine Brücke, die halb kaputt ist. Ich viermal draufspritzen muss, aber wir kriegen auch dann coole, coole Aktion. Du darfst weggehen. Okay, was ist das denn hier? Gar nichts, oder was? Warte mal, das ist doch hier auch nicht ohne Grund. Aha. Ein Bohrsprung. Eieiei. Ja, ich wusste doch, dass das nicht ohne Grund war, aber Bohrsprung, die kenne ich nicht, die Karte. Die gab es in Stickers da nicht. Ein Bohrsprung. Nicht schlecht. Dann will ich mir mal kurz mal gucken, was das Ding kann. Springe mit ganz gewöhnlicher Bohrkraft auf einen Gegner mit oder ohne Stacheln. Trifft bei guter Ausführung auch andere Gegner. Interessant. Ist zwar leicht brutal, finde ich, aber okay. Als ob ich dich nicht gesehen hätte. Ein Sniffit auch noch. Die gibt's hier auch, okay. Ein Sniffit. Eieiei. Sollen wir mal den Bohrsprung nutzen? Ach komm, ich würde sagen, wir gönnen uns heute mal. Wir gönnen uns heute mal diesen Bohrsprung. Und zur absoluten Absicherung nehmen wir nochmal einen normalen Sprung. Oder nee, wir nehmen den grünen Shy Guy. Genau. Aber da, boah, Alter, das sieht ja schon auf der Karte ziemlich krass aus, wenn das gefärbt ist. Alter Schwede. Okay. Besser, als ich es wahrscheinlich machen könnte, aber okay. Ja, das war eine gute Runde. Aber dieser Bohrsprung ist ja mal richtig krass. Und ein gelber Schlürf-Guy. Okay. Krasse Sache hier, was hier abgeht. Krasse, krasse Sache. Okay, das ist schon wieder so ein komischer Stachy. Was mich jetzt auch mal interessiert, was der Status sagt, wie viel wir denn haben. Das würde mich noch mal interessieren. Oha, wir haben erst 95. Okay, na, da muss ja wohl noch ein bisschen was kommen hier von dem Level. 95, das finde ich ein bisschen... Was, da geht's nicht weiter? Ach ja, ich weiß doch warum. Dann wird ja wohl an dem Baumstamm da... Oh, ein Pickelhelm, du bist ja cool drauf. Du bist ja richtig... Ach, ein Schlürfer-Guy habe ich bekommen, okay. Du bist ja richtig cool drauf, muss ich dir ja mal gestehen. Oder gegen die Eisblume habt ihr keine Chance.
Na, was habe ich gesagt? Keine Chance. Aber ja, das wird ja wohl richtig krass hier, was hier abgeht. Wir haben Stachy bekommen. Also hier ist Endstation oder was? Sieht es so aus, würde ich sagen. Ah. Ja, gut. Ja, ist dann die Frage, wie es denn jetzt hier weitergeht. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen überfragt. Weil, ja. Ja, ich glaube nicht, dass ich das bis dahin rübertragen kann. Also 20 Sekunden schaffe ich hier wohl nicht. Ah, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt tatsächlich, wo ich hier den anderen finde. Oder warte mal, das gucke ich jetzt noch eben schnell, ob ich hier irgendwo ausschneiden kann, aber irgendwie sieht mir das auch nicht so danach aus. Irgendwo hier nichts. Das sieht mir ehrlich gesagt auch noch so verdächtig aus. Das sieht mir auch noch so verdächtig aus. Und ich springe jedes Mal da drüber. Bin so gut. Hier vielleicht noch was. Komisch. Ja, dann würde ich auch mal sagen, ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wenn ihr es ist, hoffe ich, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Part. Von... Oh, ja gut. Das war zwar jetzt nicht das, was ich finden wollte, aber okay, nehme ich auch mit. Aber ja, ich habe keine Ahnung, wie wir hier weiterkommen. Deshalb würde ich sagen, ich beende den Part heute, werde den nächsten Part schauen, halt, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja. Gut, dann euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Bis dann und tschüss, euer Jake.